Herzlich willkommen bei Souveräne Quarantäne. Mein Name ist Markus Nussbaumer und heute bin ich in Kelkheim. Das ist ein wunderbarer kleiner Ort, der an den Taunus grenzt und ein ganz besonderes Geheimnis hat, nämlich die Enoteca Feinkost Tutto Mondo, die ganze Welt. Es ist die ganze Welt geht dort gerne essen, die ganze Welt geht dort gerne einkaufen und die ganze Welt wird dort mit den besten Köstlichkeiten Italiens verwöhnt. Eine unglaublich tolle Käsetheke mit den italienischen Spezialitäten, die vielen gar nicht bekannt sind, dass ein solch reichhaltiges Käsesortiment der italienische Stiefel beheimatet. Und dann natürlich die wunderbaren Wurstwaren, ein Trüffelschinken und Parma und San Daniele und die besten Salame und lauter tolle Spezialitäten. Selbstverständlich auch frische Salsiccia, die man gerne sucht, um dann eine tolle Soße, ein tolles Risotto oder eine tolle Pasta zuzubereiten. Ganz hervorragenden Kaffee kann man hier trinken und man kriegt natürlich Pasta und Risotto, Reis und Geschenkkörbe werden gemacht. Und die Familie Tutto Mondo setzt hier wirklich Maßstäbe. Das ist ein Traum, hier zu sein, sein Mittagessen zu genießen oder für zu Hause einzukaufen. Und das ist auch wieder einer dieser Orte, die es unbedingt zu erhalten gilt. Ich habe mir hier wieder mal was aus dem Regal rausgeholt, weil zurzeit ist der gesamte Innenraum, der normalerweise für die Gäste, die dort vor Ort sich bewirten lassen, reserviert, jetzt als Verkaufsraum gemacht. Und rund um das Haus sind kleine Spots, wo man sich eben niederlassen kann und dann diesen wunderbare Wurstplatte oder wunderbare Käseplatte oder natürlich die selbstgemachte Pasta oder eine traumhafte Lasagne zu genießen. Ganz besonders interessant sind die Arrosticini. Die gibt es nur donnerstags und das wäre den weitesten Weg wert, hierher zu kommen. Ich habe mir natürlich auch hier einen Wein ausgesucht und zwar einen von dem Weingut Torre Vento aus Apulien. In der Nähe des berühmten Castel del Monte, das Jagdschloss von Kaiser Friedrich II., beherbergt eine Rebsorte namens Nero di Droia. Und da einmal in Verbindung mit Primitivo. Und so hat man diesen beliebten, leckeren, saftigen Primitivo-Wein mit der edlen, feinen, eleganten Nero di Droia Traube. Und Torre Vento ist ein Weingut, das liegt mitten in dem Naturschutzgebiet Murcia und ist daher verpflichtend gezwungen, keine Pestizide oder keine Fungizide zu benutzen. Es ist wirklich ein naturbelassener, toller Wein. Das Weingut ist auch biozertifiziert, aber Sie könnten gar nicht anders, weil selbst wenn Sie wollten, Sie dürften im Naturschutzgebiet gar nicht solche unerlaubten Substanzen benutzen. Also haben wir eine wirklich schöne Spezialität. Die gibt es jetzt, wie ich gerade sehen kann, sogar in Angebot 6 plus eine Flasche. Wenn Sie 6 Flaschen kaufen, kriegen Sie eine umsonst. Und das ist wirklich einer der vielen hervorragenden Spezialitäten und Angebote, die man hier in Kelkheim beim Tutto Mondo bekommt. Und ich darf nicht vergessen und vor allem kann ich nicht lang genug und oft genug sagen, support your local dealers. Schützt diese Leute, die jetzt eine schwere Zeit hinter sich haben. Hier fängt schon wieder an, ein bisschen Leben zu bekommen. Die Familie hat auch während der Familie die ganze Zeit hart gearbeitet und hat Präsentkörbe gemacht und Mittagessen geliefert und war wirklich tapfer in dieser schweren Zeit, sich durchzumachen. Und darum kommt hierher. Es ist wirklich ein großes Event, hier zu sein. Ich bin glücklich, heute hier Mittagessen zu dürfen. Also, bis bald.